So, hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch alle. Wie man sehen kann, ich bin hier mit meinem Schüler Micha in einem Park. Normalerweise trainieren wir in der Halle, aber wenn schönes Wetter ist, versuchen wir auch draußen zu trainieren, weil es ganz andere Luft, man kann besser atmen hier, oder? Ja. Es ist ganz anders. Du bist jetzt schon dritte Woche bei mir, das heißt, wir haben schon mit Stock trainiert, das haben wir schon durch. Fast auch waffenlos, jetzt machen wir, glaube ich, fünfte Tag mit Messer, dann sind noch zwei Tage waffenlos und dann hast du drei Wochen durch. Wie fühlt sich das an, so dritte Woche schon mit mir zu trainieren? Ja, schon anstrengend, schon eine andere Dimension, eine andere Dynamik und... Absolut schmerzfrei, ne? Total. Ja. Da gehen wir nicht ins Detail, besser jetzt. Aber ich bin auch der Meinung, wenn jemand zu mir kommt, dann werde ich ihm nicht irgendeinen Blödsinn zeigen. Ich habe auch keine Geheimnisse, okay? Ich mache einfach alles mit dir, was ich kann, soweit ich bin halt, und versuche ich dir alles beizubringen. Ich weiß, dass es manchmal wehtut, vor allem auch wenn ich mit Messer trainiere, weil er ist an einigen Körperstellen schon ziemlich schwarz und blau, aber so muss es auch sein, ja, weil wenn man da alles irgendwie nur in Slow Motion trainiert, wenn man nur mit 20% angreift, wenn man vor dem Gesicht stehen bleibt, wenn man daneben schlägt und so weiter und so fort, dann wirst du das auf der Straße auch so machen, ja. Und man darf nicht vergessen, dass die Situation, die in Deutschland gerade ist, ist nicht gerade die beste, ja. Und was da in letzter Zeit alles passiert, egal ob die Frauen mit Kindern auf Bahnsteig geschubst werden, ob man jemanden auf der Straße enthauptet, weil da Leute mit Katanas herumlaufen und das kommt mir vor, als wären die irgendwo in Saudi-Arabien oder wie auch immer. Man darf nicht vergessen, dass sich die Zeiten ein bisschen verändert haben und das, glaube ich, kannst du selber zustimmen. Haben wir schon oft darüber geredet, dass das, was jetzt zurzeit passiert in Deutschland, ist schon arg, ne? Und ist so, aber es wird eben auch zu wenig differenziert. Das muss man natürlich einfach halt aussehen. Also ja. Es wird halt immer schwarz-weiß und es ist letzten Endes halt bunt, aber klar, es gibt zu viele Chaoten hier, das ist die eine Sache, aber es wird eben auch zu viel pauschalisiert und zu viel allgemeinert. Jeder Moslem ist ein Terrorist. Na, das ist ja totale Blödsinn, wirklich. Das darf man selbstverständlich auch nicht vergessen, weil in jedem Land, egal ob das bei mir in der Slowakei ist, ob das in Schweden ist, ob das in Norwegen, jedes Land hat auch seine Chaoten, ja. Was ich nur damit sagen will, dass die ganze Messerstechereien, Vergewaltigungen und so weiter ziemlich gestiegen sind, ja. Und man darf, was mir so am meisten auf die Nerven geht, wenn man das noch verharmlost, ja. Es ist komplett egal, von wo du kommst, welche Herkunft, welche Farbe, es ist komplett egal, ich bin selber Ausländer, ja. Man sollte sich aber benehmen. Das ist alles, ja. Egal, ob ich jetzt zum Beispiel, ich reise um die Welt, ob ich in Japan bin, ob ich in Malaysia bin, ob ich in Taiwan bin, will ich mich einfach benehmen. Das ist einfach alles. Und andere Menschen respektieren. Das lernst du auch in der Kampfkunst, einfach andere zu respektieren. Oder habe ich was Falsches gesagt? Nee, es geht gegen die Taten und nicht gegen die Menschen. Ja, richtig, genau. Und ich habe Marek halt auch jetzt lange genug kennengelernt und wir sind ja schon halt auch einer Meinung, die Gewalttaten steigen teilweise einfach auch, die Brutalität wird immer mehr und uns ist es halt völlig egal, ob von rechts, links, vom Ausländer, vom Deutschen, das Chaoten. Komplett egal, ich lebe nicht einmal in Deutschland. Das ist uns wirklich völlig Latte. Die Leute haben einfach Angst, jetzt machen viele Schulen auf, Kampfsportschule, Kampfkunstschule und Selbstverteidigung und so weiter, was aber Problem ist bei vielen, dass die Ausübenden bzw. die Trainer nicht wirklich Ahnung von der Materie haben. Ja? Wenn die Frau, wenn einer, sag mal, ich bin Frau und du bist der Aggressor und du kommst auf mich zu und da jetzt noch als Frau nicht reagiere, dann bist du einfach weg. Ja? Was wirst du da machen? Er wird jetzt wahrscheinlich nicht nach der Uhrzeit fragen, er wird dich wahrscheinlich nicht auf einen Kaffee einladen wollen, sondern er wird dich vielleicht vergewaltigen oder sonst irgendwas mit dir machen. Ja? Und da musst du als Frau schon längst die Initiative übernehmen, sonst ist es spät. Oder was glaubst du? Zu spät. Zu spät. Wenn ich jetzt so auf dich zukomme und du reagierst immer noch als Frau nicht oder irgendeine völlig unterlegene Person, dann bist du einfach weg. Das heißt, der Stopp, Armlänge und so weiter, ja, das kannst du lassen, wenn da irgendwo draußen viele Menschen sind, die vielleicht zu Hilfe kommen, ja. Oder auch nicht, wenn da alle mit Kamera filmen oder so, weil das ist heutzutage auch so, die... Zivilcourage wird groß geschrieben, aber klein betrieben, ne? Wie man sagt. Leider. Heute wird keiner helfen, weil die Leute einfach Angst haben. Nächste, was ich gerne zeigen würde, ist, ich habe es gesehen, dass Frauen, wenn da zum Beispiel, du hast über 100 Kilo, jetzt sag mal, ich bin eine Frau mit 60 Kilo.
wenn ein Mann, was 30 oder 40 Kilo mehr auf die Waage bringt, wirklich so eine durchzieht, dann kann die Frau mit diesem Block hier nichts anrichten. Ja, komm bitte von dieser anderen Seite. Das habe ich letztens auch gesehen. Jetzt kommst du mit deinem Schwinger. Boom. Hier kannst du nie im Leben blocken. Und das sollte den Leuten auch klar sein. Halte diese Hand hier. Kannst du hier nicht blocken. Schau mal, ich komme mit 10%. Und jetzt stell dir vor, ich lege mich wirklich mit dem Körper rein. Egal ob Mann oder Frau, bei Frau noch schlimmer, weil man geht davon aus, dass die Frau von einem Mann attackiert wird und er nicht von einer Frau. Ja? Und wenn man muss raus. Man muss entweder raus oder wenn das schon wirklich so nah dir ein Aggressor so richtig nach und boom, dann musst du als Frau richtig aggressiv vorgehen, ob das jemandem gefällt oder nicht. Du musst wirklich aggressiv vorgehen. Und wenn da einer schreibt, ja, ich seit 40, 50 Jahren habe ich noch nie was Negatives erlebt. Wo bewegt euch da, in welchen Kreisen und so weiter? Dieser Tag kann einmal kommen. Die Chance ist 50-50. Muss, kann, muss aber nicht. Ja? Wenn du dann aber nicht bereit bist, dann bist du einfach selber schuld. Das nächste, was ich gerne zeigen würde, Leute, das heißt, das waren diese Sachen. Wenn ich nochmal zurückkomme, wenn du diese Block schon machst, dann versuch die Hand hier nach außen zu drücken. Warum? Weil er gegen diesen Knochen hier schlagt. Wie fühlt sich das an? Komm mal jetzt mit deinem Schwinger. Bam! Wie fühlt sich das an? Ist sehr, sehr unangenehm. Das ist wie, als würdest du gegen einen Stock schlagen. Das heißt, hier, als würdest du dich ausspannen. Dann bist du selbstverständlich automatisch auch mit der Hand weiter. Und hier powerst du dich gleich auf für einen Schlag. Aber nie im Leben kannst du hier nicht als Mann und schon gar nicht als Frau blocken. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt zeige ich euch andere Sachen, was ich auch gesehen habe, was die Leute mit Stock zeigen. Wenn man sich schon mit Stock verteidigt oder wenn man schon mit Stock gewisse Sachen jemandem beibringen, dann sollte man auch wirklich wissen, wovon man spricht. Ja, ich habe da einen Trainer gesehen gestern. Ich sage nicht den Namen, ich sage nicht auf welche Schule oder sonst nicht, weil es ist nicht meine Art, jemanden schlecht zu machen. Mir geht es um die Technik. Das sind Leute, die irgendwelche Kampfkünste machen und dann geben sie irgendwelche Sachen auch von Stock rein. Ja? Aber haben vorhinein schon keine Ahnung. Wenn die dann so Sachen zeigen, zum Beispiel, man sollte nicht hier von dieser Stellung zum Beispiel schlagen, man sollte nicht ausholen, man sollte nur hier das da hier machen. Jetzt, was macht der Typ? Er zeigt das. Das sind die Powerschläge bei denen. Null Bodymechanik, keine Kraft, gar nichts. Wenn ich zum Beispiel die Polizisten unterrichte, dann zeige ich denen sehr wohl, dass man hier die Hand hinten macht, weil hier kannst du mit links den Aggressor noch auf Distanz halten, wenn er näher kommt, boom, komm, entweder kommst mit dem Bam, bam, oder ziehst du sofort durch, hier mit dem Teleskopschlagstock. Ja? Zweitens, er hat gezeigt, kommt ein bisschen her, halte mir die Stöcke so weiter, ganze Zeit, seine Powerschläge waren das hier. Das da waren seine Powerschläge. Da ist null Power. Wenn du das so ganze Zeit trainierst, dann wirst du das in der Realität auch so zeigen. Ich zeige dir das dann mit einer eingerollten Zeitung, wie viel Power da drinnen ist. Ich mache das ganz anders. Wir haben früher im Nahkampf trainiert. Warum ich hier diesen Stock hier habe und wir sind schon wie Boxer gestanden, weil du von hier viel mehr deine Bodymechanik benutzen kannst. Ja? Und dann, egal ob du mit Messer oder waffenlos trainierst, du weißt selber, wie sich das anfühlt, auch waffenlos, wie schnell man da reagiert. Trainiert schon dritte Woche bei mir. Da wäre es nichts von das da hier. Was ist das? Da ist null Power. Zeig mir die Stöcke richtig. Wenn ich jetzt da richtig, bam, hier, bam, hier richtig durchziehe, ist das was ganz, ganz anderes, wie wenn man den Schüler nur das zeigt. Hier, hier. Was ist das bitte? Da ist ja null Power. Das ist egal, ob ich den Stock hier hinten habe oder ich habe den Stock hier vorne. Bam, bam. Trotzdem mache ich das mit kompletter Bodymechanik. Und dann lernst du selbstverständlich hier in waffenlosen Kampf ganz anders agieren. Und jetzt zeige ich dir das, was ich damit eigentlich meine, wenn man mit so einer eingerollten Zeitung das ausübt. So, das heißt, Leute, alles, was ich euch beibringen will, dass du wirklich, wenn du schon was machst, dann mach es bitte richtig. Wenn ihr mir zum Beispiel hier die Pratze aufzeigt und ich trainiere ganze Zeit so wie dieser Typ, was so viel Ahnung von Stock hat, wo er das da hier macht, dann wirst du das in der Realität auch machen. Mit so einem eingerollten Zeitstrip oder Zeitung kannst du dich sehr gut verteidigen. Da ist sehr viel Power, bam, zick, huss. Und da kannst du auch so trainieren. Wenn ihr das runternimmt und aufzeigt, hier zeigst du auch, boom, ziehst du durch. Ich habe ganze Zeit das eingerollte Zeitung oder Zeitstrip hier unten. Ich laufe nicht so durch die Straße, ja. Aber trotzdem, boom,
Sieh, der Körper macht mit. Geht schon. Zeig's an. Boom. Zeig's an. Boom. Egal, wo du aufzeigst, ziehst du einfach durch. Stell dir vor, eine Frau hat hier so eine Zeitung in der Hand. Kubotan, Kuli oder einige von meinen Produkten, die ich verkaufe zur Verteidigung. Und zieht die Frau dann richtig hier auf den Aggressor rein und richtig zieht durch, dann wird das anders für sie aussehen, wie wenn sie die ganze Zeit nur diese Streicheleinheiten hier trainiert. Was ist das für eine Bodymechanik? Was ist das für ein Power? Hier, wenn er aufzeigt, aufzeigt hier, boom, und kommt sofort mit dem Pad rein oder wie auch immer, hast du viel bessere Chancen auf waffenlos, wie wenn du gar nichts machst. Vorausgesetzt, man zieht auch richtig durch. Ja? Ihr müsst auch auf der Straße, geht es jetzt nicht so wie bei uns mit dem Schutz und durch die Straße und wartet mit jemandem, sondern ihr müsst auch imstande sein, von hier explosiv zu schlagen. Das heißt, wenn ich das so mache, da ist kein Pau. Aber wenn ich so schnell schlage, dann soll ich vorstellen, mit der Zeit, hier, und dann hier der Wischner, das war's dann. Ja? Das kann man sich auch ziemlich gut verteidigen. Und das verstehst du dann vielleicht besser, warum muss ich das aus der ganzen Hüfte machen? Egal was, aus dem ganzen Körper. Man könnte das auch trainieren, wenn wir mehrere hätten, aber ist egal. Dass man sich, dass die Hand ist unten, wenn er aufzeigt, oben, einfach durchziehen. Ja? Wollte ich euch nur kurz zeigen, wie viel Power in so einem Ding ist. Ja? Man merkt. Apropos waffenlos, wir haben mit Stock haben wir immer diese Übung gemacht. Vom Basic auf Full Power. Vom Basic auf Full Power. Was trainiere ich da waffenlos? Ihr greift mich hier. Boom! Okay, greift mich. Bam! Sofort aufbauen. Sofort auf. Boom! Und das sind Techniken von Stock übernommen. Aber wenn ich die ganze Zeit irgendwie hier Sachen mache, ohne deine Bodymechanik, dann wirst du nicht weit kommen. Hier und dann gehe ich zurück. Nicht nur deshalb, damit ich leichter Messer rausziehe, sondern schaut mal waffenlos. Wenn ihr mich jetzt greift und ich ziehe so zurück, halte fest, und ich ziehe so zurück, ist das nicht dasselbe, wenn ich die Hand hier drücke, bam, bum, und hier komme. Das heißt, hier trainierst du schon waffenlos. Nicht so ziehen, als würdest du was schneiden, sondern hier, bum. Das heißt, hier, bum, hier, bam. Körper zieht Messer zurück, nicht das. Ihr merkt, wenn ihr euch das anguckt, was Marek macht, ist halt so mit voller Kraft, volle, also die gleichen Sachen, die wir im Boxen nutzen, macht er mit dem Stock. Und selbstverständlich auch bei einer Frau, sie wird selbstverständlich nicht so viel Kraft haben wie ich, aber es geht Leute darum, dass wenn du egal wie hinhaust, ob das jetzt mit diesem Pad ist, hier ist wahnsinnig viel Power. Und stell dir vor, kriegst du zweimal diesen Pad ins Gesicht. Das geht darum, dass du diese Sekunden gewinnst, dass du abhauen kannst. Ja? Da geht es jetzt nicht darum, dass du ihn jetzt mit einem Schlag niederstreckst, ja, und kannst dann neben ihm noch ins Handy schauen, sondern es geht darum, dass du aus dieser Gefahrzone wieder verschwindest, ja, deshalb als Frau musst du sehr aggressiv und explosiv vorgehen, wenn du es selbstverständlich brauchst, ja, das heißt, es geht jetzt auch nicht darum, sich ausbilden zu lassen und irgendwelche unschuldige Leute auf der Straße attackieren, das ist gegen die Aggressoren gerichtet und da musst du wirklich aggressiv und explosiv durchgehen, weil wenn du das nicht machst, dann bist das einfach, ja? 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt kommt es wieder zu viel. Das heißt, am Anfang machst du das immer so abgesprochen, welche Angriffe kommen. Später kannst du auch durcheinander. Am besten der Partner nimmt sich Pratzen, weil das tut schon weh, wenn man da öfters drauf haut. 1, 2, 3, 4. Ja? Und das ist wichtig. Er muss mit seinem Körper zurückgehen, okay, 1, 2, 3, 4, boom, sorry. Und da ist es sehr wichtig, wie deine Bodymechanik arbeitet, ja. Wenn ich zum Beispiel jemanden zeige, Messerschnitte zum Beispiel, diesen 1er und 2er, viele machen das hier, 1, oder das hier, das ist keine Bodymechanik dabei. Hier, 1, 2, jetzt verlage ich das Gewicht nach unten, 3, 4, wenn zum Beispiel bei ihm, beim Partner, gib die Hände weg, hier, 1, 2, 3, 4, boom, okay, 1, 2, 3, 4. Das heißt, Körper musst du überall einsetzen, egal ob Stock, egal ob waffenlos, egal ob Messer, reagierst du viel, viel schneller und explosiver. Jetzt zeige ich euch noch schnell, was ich eigentlich mit diesen Stocktechniken gemeint habe, wenn der Stock hier vorne ist. Wenn er die Pratzen unten hat, ich hab meinen Stock hier, komm hier, zeig beide gleichzeitig, weiter, noch einmal, hier, einfach alles explosiv, genau dasselbe mit Messer. Jetzt sag ich, waffenlos, bam. Okay,
Das sind ganz einfache Sachen. Aber lasst euch nicht blenden von Leuten, die euch das zeigen, das zeigen. Oder habe ich gesehen einen, der zeigt diese Bewegung hier und dann macht er hier einen Schlag. Wenn du das schon machst, dann hier, das da hier. Bei denen sind das da Stiche. Hier, das da hier, das da hier. Das sind keine Stiche. Wenn schon Stich durchgezogen, ne, dann trainiere ich waffenlos automatisch den Ellenbogen. Hier, hier, das ist durchgezogener Stich. Wenn du es schon blocken willst, dann gehe ich hier, bam, und hier ziehe ich durch und nicht das da hier machen. Was ist das für eine Übung? Wenn dann hier, hier, bam, und hier richtig durchziehen. Viele trainieren so irgendwelche Drills. Wenn er hier kommt, hier, dann pariert, dann schneidet hier, dann übernimmt, bam, und hier mit den Messern drückt und so weiter und so fort. Oder hier irgendwelche Sachen, da, da. Wenn schon, dann muss dich der Partner angreifen. Das heißt, wenn ich jetzt da bin und er greift mich an, schneide hier, boom, schneide hier, boom, schneide hier, boom. Okay, push. Push, 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 push. Okay, so soll es aussehen, wenn du schon realistisch trainieren willst. Aber vergiss das hier, ganze Zeit, stundenlang mit hier, 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 da und leite es hier. Dann nimmst du Messer, 10.000 Mal schneidest, das ist nicht realistisch. Ganz anders hat er mir vorher gesagt, wenn ich ihn auf einmal mit Druck, oh, aha, und jetzt muss er reagieren. Und das ist nochmal was ganz anderes, wie auf der Straße, weil da kannst du getötet werden.